Der nächste Vortrag kommt von Katharina Oschko und zwar über die Soziokratie. Es geht darin um die gleichberechtigte Teilhabe an Organisationen durch Selbstbestimmung, Mitverantwortung und Einbindung der kollektiven Intelligenz. Und Katharina Oschko ist eine Empathietrainerin. Seit 2004 ist sie im Vorstand des Netzwerks für gewaltfreie Kommunikation tätig. Und ihre Schwerpunkte sind auch die gewaltfreie Kommunikation, die Soziokratie und das systemische Konsensieren. Vielen lieben Dank. Ja, guten Abend auch von mir. Ich finde es spannend, dass ich bei den Methoden des Miteinanders gerade in der Mitte bei der Soziokratie jetzt hier vor Ihnen stehe, weil, wie gesagt, meine Hauptwurzeln sind in der gewaltfreien Kommunikation, also das ist dort, wo ich zu Hause bin. Und in diesem Kontext habe ich auch die Soziokratie kennengelernt, weil wir eben auch versuchen, uns untereinander zu organisieren in irgendeiner Form, die mit unseren Werten einhergeht. Und jemand hat dann die Soziokratie in das Netzwerk gebracht, also nicht in das österreichische, sondern in das weltweite, und so sind wir darauf gestoßen. Und wir haben dann begonnen damit zu experimentieren und ich bin eben, wie gesagt, seit 2004 im Vorstand hier in Österreich und wir haben dann begonnen, auch hier in Österreich die Soziokratie zu verwenden, um Entscheidungsfindung und die Organisation, also wie wir miteinander umgehen oder wie auch wir Entscheidungen treffen, nicht nur im Vorstand, sondern auch mit vielen Mitgliedern in Österreich, auf einer Ebene zu leben, wo die Gleichwertigkeit, nicht die Gleichberechtigung, das ist ein Unterschied, lebbar wird. Ja. Und Soziokratie, um das jetzt zum eigentlichen Thema zu kommen, ist ein System von Prinzipien und gleichzeitig aber auch von ganz praktischen, handhabbaren, man könnte auch sagen Management-Tools, die man einsetzen kann für Entscheidungsfindung und in Organisationen. Ich merke, ich bin dieses Auditorium und so frontal zu sprechen einfach überhaupt nicht gewöhnt. Das bringt mich echt ein bisschen durcheinander. Ich bin es gewohnt, dass wir im Kreis sitzen und dass wir interaktiv arbeiten. Also das macht mich gerade ein bisschen nervös. Ja, das muss ich. Ja, leider kann man das nicht umstellen. Ja. Also ich versuche mich da mal entlang zu handeln. Ja. Soziokratie, ich werde das ganz altmodisch machen. Kommt von dem Wort Sozius. Das ist ein lateinisches Wort, das heißt natürlich Teilnehmer oder jemand, der teilnimmt. Und der Wort Teilkratie kommt aus dem Griechischen und hat, also wie in der Demokratie, Hierarchie, wie auch immer, hat mit Macht zu tun. Das heißt, Soziokratie ist im Grunde genommen eine Form, wie die Menschen, die es betrifft, gemeinsam mächtig sein können, so würde ich es mal bezeichnen. Das heißt, es ist eine Form, die darauf auszielt, dass die Menschen, die die Entscheidungen betrifft, an diesen auch möglichst mitgestalten können. Das heißt, es gibt ein Grundprinzip, das heißt, es darf niemand ignoriert werden. Das heißt, jeder, der von einer Entscheidung betroffen ist, hat die Möglichkeit, diese mitzugestalten. Und damit das passieren kann, gibt es eine Organisationsform, die auf vier Prinzipien beruht. Und ich habe nicht den Anspruch, in 20 Minuten diese vier Prinzipien zu erklären, sondern ich möchte Ihnen einfach ein paar Happen hinschmeißen und schauen, ob Sie Interesse daran haben. Wenn, dann gibt es ganz viel dazu auch nachzulesen oder andere Wege, das dann wirklich kennenzulernen. Entwickelt nur ganz kurz wurde das Ganze ursprünglich von Kees Broek, der ist ein Lehrer gewesen in Holland und hat das dann in seiner Schule angewendet. Und zwar hat er das von den Quäkern übernommen, und zwar Entscheidungsfindungen, die auf Gleichwertigkeit eben beruhen.
Und einer seiner Schüler war der Gerard Endenburg, der dann in seiner Firma Endenburg Electronics in Rotterdam diese Prinzipien, die er dort gelernt hat in der Schule von Keith Brooks, verwendet hat und weiterentwickelt hat. Und mittlerweile gibt es ein soziokratisches Zentrum in Rotterdam, die dann diese Prinzipien und die Erfahrungen aus dem praktischen elektronischen Betrieb, also einem großen Profitbetrieb, den der Gerard Endenburg von seinen Eltern geerbt hat, dann weiterentwickelt haben und das mittlerweile in sehr vielen, also in Holland ist es so, dass es sehr weit schon so weit gediehen ist, dass sogar Teile der Gesetzgebung soziokratisch erfolgt. Also die Anwendung der Soziokratie ist von, man kann auch sagen, es ist ein leeres Instrument, es hat keine Ideologie in dem Sinne als Überbau, sondern sie kann angewendet werden für alle möglichen Formen. Das kann sein eine Familie, das kann sein ein Profitunternehmen, das kann sein ein Verein. Ja. Und warum die Soziokratie? Wir haben also jetzt im vorherigen Vortrag viel über Hierarchie und diese klassische Pyramide gehört. In der Soziokratie gehen wir davon aus, dass eine Gruppe von Menschen ein gemeinsames Ziel hat. Darauf hinarbeitet. Und die trifft sich regelmäßig, diese Gruppe von Menschen, und möchten auf irgendeine Form dieses gemeinsame Ziel erreichen. Und das ist ganz egal, ob es eine Marketingabteilung ist oder ein Verein für gewaltfreie Kommunikation oder ein Bienenzüchterclub. Ja? Also es ist wirklich egal. Und das gemeinsame Ziel ist das, was vorher genannt worden ist, worauf es was diese Menschen verbindet. Die Soziokratie wird auch dynamische Steuerung genannt und ist auch eine Antwort auf ein System, in dem dynamische Abläufe inkludiert werden in die Entscheidungsfindung und in die Organisationsform. Das heißt, vieles, was in hierarchischen Systemen schwierig ist, ist auf Veränderungen zu reagieren oder Dinge, die sich auch in der Welt oder im Umfeld bewegen, so mit hineinzunehmen, dass das auch wirklich in die Entscheidungsfindung und in die Strukturen hineinfließt. Also das macht es oft schwerfällig. Und um das ein bisschen näher zu beschreiben, ist das, nachdem es aus Holland kommt, ein Beispiel mit einem Fahrrad. Und da ist A und da ist B. Also wenn ein Fahrradfahrer von A nach B fährt, dann ist es ja so, dass er mit dem Rad ja nicht geradeaus fährt, sondern ich weiß nicht, die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich mal auf einem Rad gesessen, sondern wenn man mit dem Rad fährt, dann schlingert das so hin und her. Also es ist nicht möglich, kerzengerade auf einem Rad, also das Rad hat nie eine gerade Linie. Das heißt, wenn eine Lake ist am Boden, dann weicht der aus und fährt drumherum. Und irgendwie gelangt dann der Radfahrer ans Ziel, indem er verschiedenes macht. Die Augen zum Beispiel, die sehen, wo er hinfährt. Die Beine strampeln. Und in dem Beispiel ist ganz klar zu sehen, dass es da ein ganz wichtiges Prinzip auch gibt, nämlich dass des Leitens, Messen und Tun. In den meisten herkömmlichen oder wie wir es auch kennen, Formen ist so, dass wir Leiten und Tun sehr gut kennen, dass das in einer Einheit ist. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Chef,
der sagt seinen Mitarbeitern, was sie tun sollen. Das Messen passiert meistens in einer anderen Einheit. Das Messen passiert manchmal zum Beispiel in, wie heißt die, Controlling, danke, Abteilung, aber meistens nicht in derselben Einheit wie die anderen beiden. Und das ist ein wesentliches Element in der Soziokratie, dass alle drei Einheiten jeweils in einem passieren. Das tut der Radfahrer auch. Also er sieht mit den Augen, er strampelt mit den Beinen, also das Sehen ist das Messen, das Tun ist das Strampeln und das Leiten ist das Hirn oder alles, was halt dazu beiträgt, dann den Armen zum Beispiel sagt, wie sie denn das Lenkrad halten sollen oder in den Beinen sagt, ich soll schneller strampeln oder weniger schneller strampeln. Ja. Und diese Grundprinzipien sind auch abgeleitet, jetzt nicht nur aus dem Beispiel des Fahrrads, sondern es sind Prinzipien, die in der Natur und in allen Kreisprozessen zu finden sind. Das heißt, diese Erkenntnisse, die in der Soziokratie auch eingeflossen sind, sind nicht nur Erfahrungen, die aus dem die der Gerard Endenburg vom Kees Broek übernommen hat, sondern da gibt es ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen mittlerweile dazu, wie sich selbstorganisierende Organismen organisieren intern. Und all das fließt damit hinein. Ja. Ja. Jetzt habe ich nicht auf die Uhr geschaut, wann ich angefangen habe. Wann war das? Um Punkt, okay. Mhm. Okay, gut. Ja. Das heißt, mit all diesen, das sind Prinzipien, die der Soziokratie zugrunde liegen. Und man kann also, was ich auch schon gesagt habe, das ist ein leeres Instrument. Das heißt, man kann die Soziokratie auch über eine bestehende Organisationsform drüberlegen. Also selbst in bestehenden hierarchischen Strukturen, wo es eben diese bekannten Organisationsformen gibt, das ist hier nicht der, kann man ein soziokratisches Organisationsform drüberlegen. Und das heißt, dass die Soziokratie auch verwendbar ist, sowohl für eine zentralisierende als auch für eine dezentrale Organisationsform. Das heißt, es ist nicht gebunden daran, dass eine Organisation von vornherein sich soziokratisch aufbauen muss, sondern es können auch bestehende Organisationsformen die Soziokratie einführen in ihr Unternehmen, in ihren Verein oder wo auch immer und die Form drüberlegen. Wie das genau funktioniert, dafür haben wir zu wenig Zeit. Ich möchte noch die vier Grundprinzipien der Soziokratie Ihnen vorstellen. Zumindest die wichtigsten. Und zwar das oberste Prinzip in der Soziokratie ist, dass anders als in der Demokratie, wo man sagen kann, dass die Mehrheit die Minderheit regiert, ja, ist es so, dass in der Soziokratie das Argument, die Qualität des Argumentes, das an oberster Stelle steht. Das heißt auch, das heißt auch, in der Soziokratie sagen wir, Konsent regiert die Beschlussfassung. Das ist das erste Prinzip. Und es wird Konsent mit einem T statt einem S genannt. Weil anders als im Konsens, was viele vielleicht kennen von basisdemokratischen Prozessen, wo man halt sehr lange und sehr angestrengt oft miteinander versucht, zu einer Lösung zu kommen, der Konsens etwas ist, wo es nicht darum geht, meine Lieblingslösung zu erreichen oder nicht darum geht, die perfekte Lösung zu bekommen. Und das war etwas, was für mich ein unglaubliches Erleichterung und Aha war. Sondern es geht darum, mit den vorhandenen Ressourcen, mit dem, was ich im Moment weiß, die bestmögliche Lösung zu finden, und zwar in einem bestimmten Rahmen. Und dieser bestimmte Rahmen kann zum Beispiel sein, der Weg, ja, um bei dem Beispiel zu bleiben, den der Radfahrer von A nach B zurücklegen möchte. Und innerhalb dieses Rahmens
frage ich die Menschen, habt ihr einen schwerwiegenden Einwand? Und ein schwerwiegender Einwand muss begründbar sein. Das heißt, ich kann nicht einfach nur sagen, nein, mag ich nicht, also es gibt kein Veto, sondern ich sage, warum ich das nicht möchte, was mein schwerwiegender Einwand ist. Und das ist, war für mich auch eine ganz große Erleuchtung, dass mit dieser Erkenntnis ganz anders in Entscheidungen hineinzugehen und egal in welche. Weil wir so ganz oft danach getrimmt sind, wir wollen perfekt sein, wir wollen die beste Lösung finden oder meine Lieblingsstrategie ist die beste und dass ich das durchsetze. Um aber effektiv zu sein und um gemeinsam mächtig zu sein, ist es oft wesentlich hilfreicher zu schauen, okay, wozu kann ich Ja sagen, was ist für mich noch okay, aber innerhalb eines bestimmten Rahmens. Und wenn es für mich nicht okay ist, bin ich die einzige Person, die das messen kann, die sagen kann, da kann ich nicht mit. Und das in der Abfrage, wenn ich frage, gibst du deinen Konsent dazu, bin ich aufgefordert zu sagen, warum ich das nicht gebe. Und am Anfang war das dann auch eine große Herausforderung für mich zu schauen, okay, da kommen dann Einwände und dann sagen Leute, nein, ich finde das und das. Und am Anfang dachte ich, oh Gott, das ist ja... ja. Und mit der Zeit habe ich gemerkt und gelernt, dass es unglaublich wertvoll ist, diese Einwände wirklich zu hören und aufzunehmen, weil da oft ganz viel Qualität dahinter steckt. Weil da ganz viele Informationen dahinter stecken, die ich vielleicht vorher nicht gewusst habe. Und wenn ich diese höre und einbaue in meine Entscheidungsfindung, wird die Entscheidung besser. Das heißt, das ist ein Prozess, der auch, wenn man mit dieser Methode arbeitet, über die Zeit hinweg sehr viel Vertrauen aufbaut und sehr viele Möglichkeiten gibt, die Weisheit der einzelnen Menschen anzuzapfen. Das heißt, auch Menschen, die dann zum Beispiel eher in Gruppen den Mund nicht aufmachen, weil sie vielleicht nicht so gerne reden vor Leuten oder aus vielen anderen Gründen, werden viel mehr involviert in die Entscheidungsfindung dadurch. Ja. Das zweite Prinzip ist, dass die Arbeit in Kreisen organisiert wird. Ich bin jetzt ein bisschen im Zögern, weil es in 5 Minuten 3 Prinzipien zu erklären ein bisschen schwierig ist. Ich sage es nur kurz als Überschriften. Also es wird in Kreisen organisiert, das heißt, im Prinzip, wenn das hier zum Beispiel in einer hierarchischen Organisation, eine Marketingabteilung ist, dann wird hier das Absurde daran ist, dass die so zu Grafen für einen Kreis ein Dreieck haben, eben aus diesem hier, dann wird hier ein Kreis drüber gelegt. Und in diesem Kreis müssen diese 3 Prinzipien stattfinden. Ja, das heißt, in jeder dieser Organisationen ein Teil finden diese 3 statt, das Leiten und das Messen und das Tun. Und es gibt bestimmte Kriterien, die Kreise zu erfüllen haben. Und die Kreise untereinander sind doppelt verlinkt, das ist das 3. Prinzip. Das heißt, dass jeder Kreis in den nächsthöheren Kreis durch 2 Menschen vertreten ist. Der eine ist der Leiter des nächsthöheren Kreises und der andere ist ein gewählter Delegierter des Kreises in den nächsthöheren Kreis. Das heißt, dass aus jedem Kreis im nächsthöheren Kreis 2 Leute sitzen, die hier gleichwertig an Entscheidungen mit beteiligt sind. Ja, das heißt, in diesem Kreis werden Entscheidungen gleichwertig getroffen. Das heißt, der Leiter sitzt genauso da wie der Mitarbeiter, wie der Delegierte und wie alle anderen. Und sie können alle schwerwiegende Einwände einbringen, aber niemand hat dort mehr Stimme als der andere. Das heißt, alle haben in diesem Kreis die gleiche Stimme. Und das setzt sich von der untersten Organisationseinheit bis zum Spitzenkreis durch. Das heißt, dadurch ist es gewährleistet, dass selbst wenn jemand hier eine gute Idee hat, dass das bis dahin vordringen kann. Und das macht diese Methode sehr effektiv, sehr wirksam. Weil, ich sehe hier so gerunzelte Gesichter, aus diesem Kreis gibt es einen Delegierten, der in diesem Kreis mitentscheidet. Das heißt, alles, was in dieser Realität, dieser Einheit
passiert, wird hierhin transportiert. Und das ist ja ganz oft etwas, was in der Hierarchie nicht stattfindet. Da gibt es eine, im Militär ist das ja sehr sinnvoll vielleicht, dass der Oberst sagt, schieß, weil wenn er nicht schießt, dann ist er selber tot. Um es ganz banal zu sagen, wenn er anfängt zu diskutieren und sagt, ich will aber nicht schießen. Ja? In dieser Organisationsform ist es einfach so, dass der üblichen Hierarchie ist es ja oft so, dass die Information aus der Realität der Menschen, die arbeiten, nicht bis zum Chef vordringen. Ja? Und der Chef kann sich aussuchen, will ich diese Information jetzt hören oder nicht. Naja, den Mitarbeiter mag ich, von dem höre ich mir das vielleicht mal in der Pause an, aber der andere ist, mit dem habe ich noch nie geredet und was der mir aber zu sagen hat, das kommt oft beim Obersten gar nicht an. Und das ist hier nicht möglich. Ja? Also das ist auch dieses Prinzip, es kann niemand ignoriert werden. Ja. Und ein besonderes, und das vierte Prinzip ist die Wahl von Personen, und das mag ich besonders gerne. Das ist auch eines, was wir sehr liebend gerne einsetzen für die Wahl, zum Beispiel vom Vorstand, in dem ich bin. Es wird offen gewählt, und genauso ist es eine Ableitung des ersten Prinzips des Konsens. Und da gebe ich in einer Runde Argumente für eine Person, warum ich diese wählen möchte. Ja, und das wird auch in einer bestimmten Form gemacht, sodass dann am Schluss die Person, die zum Beispiel gewählt wird, erst am Schluss gefragt wird, gibst du deinen Konsent dazu? Das heißt, es werden nicht Personen vorgeschlagen im Vorfeld oder nominiert oder es gibt keine Wahlkämpfe in dem Sinne, sondern es werden im Kreis Menschen sagen dann sich gegenseitig, ich möchte, dass du drinnen bist, weil ich weiß, du bist da und da, habe ich gesehen, was du machst, ich finde das sehr kompetent oder was auch immer. Und da passiert ganz viel Verbindung und Wertschätzung, die man sich gegenseitig gibt und das macht ein irres, also das macht irre viel mit den Menschen auch, auf so eine Art dann gewählt zu werden. Also ich habe das oft erlebt, dass dann Menschen Ja gesagt haben, die vorher niemals sich hätten aufstellen lassen und die ihre Arbeit dann ein, zwei Jahre lang wirklich mit ganz viel Freude gemacht haben. Ja. Ich glaube, da lasse ich es mal stehen. Sein, beziehungsweise ist auch die Frage, wie man Hierarchie definiert. Es gibt ja funktionale Hierarchien und die wörtliche Übersetzung aus dem ursprünglichen Wort ist Hierarchie die göttliche Ordnung, soweit ich das nachgeschaut habe. Das heißt, es ist auch die Frage, bei Hierarchie ist es so, dass da ganz viel hochkommt bei uns, weil wir halt sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, was Hierarchie mit uns macht, weil wir diese lineare Hierarchie kennen. Ja, weil wir es kennen, dass es heißt, ich bestimme über dich und du hast nicht mitzureden. Ja? Und gleichzeitig ist es so, wenn ich als Mutter meinem Kind sage, du darfst jetzt nicht über die Straße gehen, weil eben da fahren Autos, dann ist das eine Art von Hierarchie, die ich wahrnehme, indem ich meine Funktion wahrnehme, als Mutter mein Kind durch die Welt zu leiten. Also das ist der Unterschied für mich von funktionaler Hierarchie und einer Hierarchie, die auf Rollen basiert, nur weil ich halt den Titel habe. Und das andere, was du gesagt hast, war die Gleichberechtigung. Genau. Also gleichwertig heißt im Sinne der Soziokratie, dass eben der Abteilungsleiter gleichwertig da in der Entscheidungsfindung sitzt. Aber er hat natürlich eine Leitungsfunktion. Also er hat nach wie vor, ist er jemand zum Beispiel, der bestimmte Dinge bestimmen kann. Und dieses Wort konsensregierte Beschlussfassung heißt, dass die Grundsatzbeschlüsse müssen im Konsens getroffen werden. Aber ich kann da auch im Konsens beschließen, dass bestimmte Entscheidungen, zum Beispiel delegiere ich eine Person X und die kann dann machen, wie sie will. Ich kann sagen, ich befrage ein Orakel. Ja?
Wichtig ist nur, dass das vorher im Konvent beschlossen wird. Ja, das heißt, gleichberechtigt ist auch ein politischer Terminus mehr, und gleichwertig möchte damit eigentlich ausdrücken, dass in der Entscheidungsfindung alle, die in der Runde sitzen und mitentscheiden, die gleichen Möglichkeiten haben. Da gibt es niemanden, dessen Stimme doppelt zählt oder dessen Stimme mehr zählt als die des anderen. Und was ist, wenn ich zwar die Meinung des anderen respektiere als Leiter und auf Augenhöhe zuhöre, aber obwohl das Argument gut klingt, bleibe ich bei dem und in der Gleichberechtigten, also in meiner Teil entscheide ich aber, ich muss trotzdem anders machen, weil ich nicht gleichberechtigt bin. Das geht in der Soziokratie nicht. Ich kann als Leiter nur auch einen schwerwiegenden Einwand äußern, aber ich kann nicht sagen, ja, wir machen es aber trotzdem so, wie ich will. Das geht nicht. Wieso bin ich dann Leiter? Weil ich andere Funktionen habe. Vielleicht brauche ich, also ich werde vielleicht ein Budget machen, ich werde vielleicht, also unterschiedliche Sachen, je nachdem, für was ich leite. Ja? Also ich bin auch in dem Vorstand, ich habe bestimmte Dinge, die ich tue, ja, bestimmte Aufgaben, die ich wahrnehme, Leute, die ich anrufe, ja, mit denen ich bestimmte Dinge bespreche. Ja. Es ist eine andere Form des Leitens. Ja, ich weiß nicht, wer zuerst ist. Redet einfach. Die erste Frage wäre mal, eingangs erwähnt, die handelnden Akteure in einer Organisation haben alle ein gemeinsames Ziel. Mhm. Ist das denn tatsächlich so? Haben verschiedene Abteilungen, zum Beispiel eine Verkaufsabteilung, hat die immer dasselbe Ziel wie die Qualitätssicherungsabteilung? Mhm. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, gibt es empirische Befunde zur Dauer von Entscheidungsfindungen? Beziehungsweise ist dieses Modell ein Gegenentwurf zum Beispiel zu Entscheidungshierarchiebäumen wie dem Wohnmobil? Also die erste Frage war gemeinsames Ziel. Einerseits ist es natürlich so, in einer Organisation, wo es verschiedene Abteilungen gibt, ist es sinnvoll, dass jede Abteilung für sich ein eigenes gemeinsames Ziel definiert. Und es geht ja nicht nur um das gemeinsame Ziel, sondern die Vision, Mission und Ziel wird formuliert. Das ist ein Teil des, eine Zielfindungsmethode ist da auch inkludiert, und es ist ratsam, dass das stattfindet, damit eben das es möglich wird. Und ich glaube, was Sie vielleicht ansprechen, ist, was in vielen Organisationen der Fall ist, dass ich da hingehe, weil ich halt einen Job brauche, der halt ungefähr dem entspricht, was ich gut kann und wo ich halt was finde, aber ob ich jetzt unbedingt mit dieser Dings so, mit der Vision dieses Unternehmens kann, ist nicht so, muss nicht unbedingt sein. Ist das auch, steht da auch sowas dahinter in der Frage? Ja, so, es ist ja oft so, dass verschiedene Abteilungen quasi diese Dinge dann wirken und erst mit in der Ebene darüber dann ausgesteuert werden. Mhm. Zum Beispiel könnte es sein, die Qualitätssicherungsabteilung oder die Entwicklungsabteilung sagt, das Produkt ist noch nicht fertig, das können wir so nicht entwickeln. Und die Verkaufsabteilung sagt, das Produkt aber jetzt nicht verkaufen, dann ist die Firma pleite. Also und dann muss die übergeordnete Abteilung oder die Leitung entscheiden. Also zum Beispiel hier in seiner Kreisversammlung würden ja zum Beispiel die Leute aus, oder sagen wir hier aus diesen drei Abteilungen sitzen, die alle haben ihre eigenen Ziele formuliert. Und hier sitzen sie gleichwertig und entscheiden gemeinsam. Das heißt, auch da hört man voneinander. Ich höre, okay, das ist eure Realität, das ist das, was euch wichtig ist, das, was ihr braucht, und das ist das, was wir brauchen. Also auch dadurch wird gefördert, dass das Miteinander anders abläuft. Ja? Das heißt, auch die Erfahrung ist die, dass Organisationen, die soziokratisch aufgestellt sind, eine wesentlich höhere Beteiligung der Mitarbeiter haben. Es gibt wesentlich weniger Krankenstände. Und all diese anderen Dinge, die halt oft passieren, von innerer Immigration bis hin zu Sabotage hin, was halt oft passiert, wenn man sich eben nicht identifiziert mit seiner Arbeit oder mit dem, warum man dort arbeitet, wird vermindert, weil eben durch diese verschiedenen Prozesse. Ja. Und das war die zweite Frage. Die Dauer für Entscheidungsfindung, ob es da empirische Befunde gibt dazu? Also das weiß ich jetzt nicht.
ich weiß nicht, ob es empirische Befunde gibt, ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass die Entscheidungsfindung teilweise so ausschaut, als ob es länger dauern würde. Gleichzeitig ist es so, dass die Scherben, die oft entstehen, wenn man Entscheidungen trifft, die nicht von allen getragen werden, einfach mindestens genauso lange dauern, wenn man die Entscheidung von vornherein anders miteinander trifft. Oder eben, wenn ich dann sage, na, arbeite nur noch nach einer Vorschrift oder Krankenschwäche oder was auch immer, ja dann auch wesentlich dazu beitragen, dass die Effektivität flöten geht. Finde ich super, super interessant. Ich frage mich, gibt es so, kann man so frustrieren, also, weil gewisse Leute fragen mich immer, diese Konsensfindung und so, wird es dann auch nicht frustrierend oder weil und kann das auch die Kreativität der Einzelnen einbinden oder so? Wie es fördert die Kreativität ungemein. Also, ja. Ich habe da wahnsinnig viel auch für mich davon gelernt, weil ich auf einmal von Menschen, die sozusagen die Schwierigen waren, dann hören wir die schon wieder so ungefähr, was dann innerlich in uns abgeht. Und auf einmal höre ich dann und denke, wow, das ist ja voll interessant. Das ist auch von meiner Lösung, wollte ich gerade deine Erfahrungen erfahren. Ja. Ich möchte mal eine Quelle so oft anstoßen, wenn ich das hier angesprochen durch effizienter Zielführung ist, sind also eben zum Beispiel soziokratisch organisiert. Also ich habe in vielen hierarchischen Organisationen gearbeitet und also diese hierarchische Entscheidungsstruktur, die das eine Personengruppe entscheidet, hat enorme Nachteile. Also wenn man ein fastes Budget, also die Abteilungsleiter entscheiden nach Budgetgründen, sprich praktisch, was bringt denn was. Welche Entscheidung ist für meine Abteilung, für mein Budget und auch für die Reichen meiner Ziele am zielführendsten? Also in großen Organisationen viele führende Ziele. Das heißt, der Abteilungsleiter wird die Entscheidung so treffen, dass praktisch für sich und seine Mitarbeiter am Ende des Jahres am meisten Geld drin ist und nicht, ob das dem Ziel des Unternehmens am besten entspricht. Und eine schnelle Entscheidung mag schneller sein, nur ob es besser ist. Also, de facto sicher nicht besser als eine Entscheidung, die aufgrund der Argumente einer ganzen Gruppe getroffen wird. Also wenn jeder, also jetzt ist es so, dass Mitarbeiter sich nicht einbringen können, sondern sehr, sehr gering. Also wenn es eine Methode ist, wo wir sogar die, dass jede Person in der Gruppe sein Wissen und seine Argumente praktisch für Entscheidungen einbringen kann, dann ist es um die Vision am besten, die Entscheidung zu zerlangsamen. Aber es ist in der Vision die Entscheidung halt viel mehr Know-how und viel breitere Sichtweise in die Entscheidung einfließt. Und weil eben ein Abteilungsleiter nicht nach eigenen Gutdünken, nach eigenen Budgetzielen, nach Sympathien, Antipathien, Seilschaften und sonst vieles entscheiden kann. Und das bis nach unten durchziehen kann. Also ich sehe, dass da noch Hände oben sind und gleichzeitig möchte ich auch die gemeinsame vereinbarte Zeit achten und ich weiß, dass noch jemand danach kommt. Ist die Frage direkt oder so auf das, weil ansonsten wäre das nicht schwer. Ja, ich habe nur eine kurze Auswahl. Das ist Rahmenbedingungen, in denen der darunterliegende Kreis, das nennt sich semi-autonom, entscheiden kann. Das heißt, in gewissen Rahmenbedingungen sagen wir, was könnte das sein? Also wenn eine Verpackungsfirma ist und die sagen, die Milchpackerln von der Marketingabteilung sind, ist das beschlossen, dass es blau sein muss aus irgendeinem Grund. Ja, dann kann aber die ausführende Abteilung, der Kreis darunter sagen, welches Blau und wie sie das Blau einsetzen auf dem Medizinfach, dann können sie selber entscheiden. Ja, so. Und was ist aber, wenn jetzt in so einem Kreis ein Konzept getroffen wird, der irgendwie abweicht von einer Grundidee oder von Das findet in dem Sinne nicht statt, weil es gibt ja auch immer den Link vom oberen Kreis hinunter. Das heißt, da wird sichergestellt, dass die Politik sozusagen
oder die Grundsatzentscheidungen, die getroffen sind, eingehalten werden. Weil sonst, ja? Die politischen oder Grundsatzentscheidungen werden in diesen Kreisversammlungen getroffen. Nein, jeweils in jeder. In jeder dieser Kreisversammlungen werden Grundsatzentscheidungen getroffen. Okay, und dann ist die Frage, was ist denn ein Grundregel, wenn eine Ermittlung liegt? Oder wenn ein also jetzt entweder über zwei Kreise übergeordnet, wenn ein Kreis rote Mitglieder wird und einer blaue. Und was ist, wenn in einem Kreis zwei Einwände gegeneinander sind? Wenn die einen sagen, ich habe einen Einwand, dass wir rote machen, und die anderen sagen, aber ich habe einen Einwand, wenn wir blaue machen. Wird das dann basisdemokratisch entschieden oder weil das passiert nicht? Also ich habe das nie erlebt. Also ich mache das jetzt seit etlichen Jahren und das hat noch nie stattgefunden. Was passieren kann, ist, dass die, wenn es innerhalb eines Kreises zu keinem Konsens kommt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man dann damit umgeht. Ja. Aber ich könnte dafür ganz viel dazu reden, aber also es wird dann zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel. Weil das ist ein wunderschönes System, aber. Also wir haben das tatsächlich erlebt, wir haben nicht so lange Erfahrung damit, aber wir haben es tatsächlich erlebt, dass alle für etwas waren und einer den Schwert hinten einmal. Ja, das habe ich auch ganz oft erlebt. Ich habe auch ganz oft erlebt, dass die Entscheidung dadurch wirklich eine andere geworden ist, als ich vorher gedacht habe. Und das war eine Entscheidung, die niemals gedacht hätte, dass das stattfinden wird. Und wir haben dann diesen schwerwiegenden Einwand eingebaut, so dass wir dann eine ganz andere Lösung gefunden haben. Und wenn das nicht möglich ist, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dann wird es in den nächsten Kreis delegiert und wird dann dort besprochen. Und wenn es dort auch nicht geht, dann gibt es wieder eine andere Möglichkeit. Also da gibt es im System vorgesehene Möglichkeiten, wie man dann damit umgeht. Aber es könnte dann einzelnen Kreis die ganze Grundidee ändern. So ein ganzes Mission-Statement, quasi die Hauptsache nicht umändern. Theoretisch. Das ist alles sehr theoretisch. Ja? Meine Erfahrung ist eine andere. Okay. Gibt es noch eine wichtige Frage? Weil ansonsten würde ich Schluss sagen. Vielen Dank. Gerne.